So. Jetzt mal hier ein bisschen Schleichwerbung. Als die Drachenfrucht ist der Shit. Da braucht man sich nicht ständig darüber streiten, ob man jetzt Eistipp Pfirsich oder Zitrone besser findet, weil Drachenfrucht ist einfach King. Ah. Ah, richtig lecker. So. Ja. So. Wenn ich mir jetzt nochmal hier die Karte angucke, wird mir schlecht. Wie weit das jetzt noch ist. Ja, da, dann das alles hier. Dann geht es da nochmal zu einem weiteren Fahrstuhl. Der führt dann nach unten auf Level 3. Dann geht es da durch. Da geht es nochmal runter. Dann haben wir hier noch so einen langen Raum und da auch noch einen großen Raum. Hier ist nochmal so ein Nebenräumchen. Und dann wird da das Elite-Quartier. Holy moly. Also das ist noch... Ich glaube, da brauche ich gefühlt noch mindestens eine Stunde, bis ich da unten bin. Vor allem, wenn ich noch die ganzen Items mitnehmen möchte. Wird das, glaube ich, noch etwas dauern. Warte mal, ich mache hier das Licht, glaube ich, noch mal eine Stufe heller. So. Jetzt kommen noch ein paar richtig anstrengende Passagen in den Minen. Ja, aber werde ich schon schaffen. Also jetzt habe ich die Energie komplett voll. Raketen habe ich jetzt auch nicht gerade wenig. Also das sollte eigentlich schon passen. So. Ja. Soweit, glaube ich, alles okay. Gut, na dann machen wir weiter, ne? Es geht in die tiefen Ebenen der Phason-Minen. Jetzt, wo wir uns sehr gut mit Energietanks und Missile-Containern und allem drum und dran eingedeckt haben und uns vorhin sogar noch den Flammenwerfer geholt haben, ist es jetzt Zeit, endlich weiterzugehen durch diese Tür. Hier gab es ja die Powerbomben. Da habe ich schon den Schutthaufen hier weggesprengt und jetzt geht's einen ziemlich langen Weg runter auf Level 3, bis wir irgendwann mal hier ganz hinten im Elite-Quartier sind, wo eine besondere Phasen-Signatur entdeckt wurde. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. So, ich glaube, hier konnte man sich auch wieder schnell verstecken und in Sicherheit bringen und das einfach ausschalten. So, Abwehranlage ausgeschaltet. Ja. Gewusst wie. Ab jetzt wird es natürlich nur noch schwieriger. Weil jetzt kommen nicht nur nochmal ein großer Haufen an Weltraumpiraten, sondern auch noch... Ihr seht es schon... Metroids. Auch diese sind hier unten. Und das sind auch sehr, sehr viele. Zufuhr, Wachstumsfeld und der Pilznährlösung im normalen Bereich. Studien zufolge nimmt die Gewaltbereitschaft zwischen Elite-Piraten und bestrahlten Metroids weiter ab. Das wissenschaftliche Team vermutet, dass sich durch Phasen eine Art symbiotische Beziehung zwischen den beiden Arten bilden lässt. Weitere Studien werden zurzeit durchgeführt. Die Phasenzufuhr bei hiesigen Pilzsorten schreitet weiter voran. Mit Hilfe dieses Programms ist es möglich, eine brauchbare Ernährungsgrundlage für unsere Phasen angewiesenen Einheiten zu schaffen. Eine Produktion im biotechnischen Raum wurde kürzlich genehmigt. Synthetische Ernährungsmethode der Metroids wird gemäß Order abgesetzt. Synthetische Metroid-Nahrung ist ab 12.025.1 durch lebende Organismen zu ersetzen. Oh je. Oh nein. Oh je. Das ist nicht gut. Das Sicherheitsteam sucht freiwillige Teilnehmer für Jagdtouren der besonderen Art. Beim Ziel handelt es sich um Samus Aran, auch bekannt als Jäger.
Jägerin, wenn ich bitten darf, wir wollen schon ein bisschen gendern, oder? Oh je. So, Warnung! Kraftfeld deaktiviert, das Metroid-Einschlussfeld wird geöffnet. Die Beratung denkt sich nur, oh shit! Wer war das? Wer hat das aufgemacht? Du? So, wisst ihr, was das Geile ist? Ich muss mich nicht mal wirklich um die kümmern. Okay, jetzt kommt hier so ein Metroid an. Gegen die ist aber der Eisbeam immer noch besser. Also wie der Plasma-Beam, die sind der Kälte empfindlich. So, ich glaube nämlich, der eine Pirat, der da unten war, wurde von den Metroids einfach ausgelutscht. Die haben den einfach getötet. So. Und tschüss. Oh, Powerbomb-Muni ist auch geil. So. Aber dann mal, wo sind wir hier eigentlich? Metroid Quarantänefeld A. Weil wieder einer, wie der Pirat da unten so geguckt hat. Oh shit, warum ist das Kraftfeld aus? Tja, die letzten Worte eines Weltraumpiraten. Wer hat das Kraftfeld deaktiviert? Ist hier oben noch irgendwelche anderen Scan-Einträge? Nee, oder? Hier auch nicht. Was haben wir hier? Das wissenschaftliche Team erinnert nochmals daran, Metroids nicht zu reizen. Jeglicher Verstoß gegen diese Order wird empfindliche Strafe nach sich ziehen. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Metroids sollte man wirklich nicht wütend machen. Pilzkörper hat 400% seiner ursprünglichen Größe erreicht. Oh yay. So, und spätestens ab hier würden wir ohne X-Revisor nicht mehr weiterkommen, weil hier jetzt überall unsichtbare Plattformen sind. Oh oh. Ja, hier kommen jetzt noch sehr viele Metroids, aber Icebeam regelt so. Ganz klassisch wie in den alten Metroid-Games auch. Icebeam einfrieren, Rakete drauf und die sind tot. Also so schlimm sind die gar nicht. Die normalen Metroids, die sind eigentlich gar nicht so gefährlich. Nervig sind die Jäger-Metroids und später noch die Spalt-Metroids, aber die kommen erst im Einschlagskrater vor. So, das sind der Band halt mit Ben Dezimus wieder mal instabil. Also Powerbombe. Oh, hier brauchen wir sogar zwei. Na dann, nochmal. So. Gibt's ja wohl nicht. Warte mal, was war denn hier nochmal? Ist auch nochmal eine Plattform. Oh. Yes! Das habe ich gesucht und gefunden. Missile-Container. Da fehlen uns jetzt auch nicht mehr viele. Und dann haben wir hier auch alle gefunden. So. Wie ist das eigentlich möglich, dass Plattformen einfach unsichtbar sind? Dass man die mit einem Röntgengerät sehen kann, hä? Also rein logisch betrachtet könnte das doch gar nicht möglich sein. Es dürfte nicht möglich sein. Aber es ist nun mal ein Videospiel. Bei Nintendo darfst du eh nicht nach Logik fragen, da hast du schon verloren. So. Gehen wir einfach mal weiter. Verbindungsgang zum Aufzug B. Ich kann mich noch erinnern, hier waren dann auch irgendwo unten, so richtig gemein, auch noch irgendwelche Items versteckt. So. Zutritt zu den Phasominen Ebene 3 genehmigt. Jetzt geht's auf die tiefste Ebene. Jetzt sind wir schon ziemlich nah am Einschlagskrater dran. Oh, ist schon alles voll mit Phasonadern, die hier so durch die Erde verlaufen. Richtig übel. So, ab hier kein Weiterkommen ohne Plasmabeam. Alles nur mehr rote Türen. So. Verbindungsschacht zum Pilzbeet A.
Ups. Hey, ich wollte doch nur gucken. Spacken, Alter. So, ich glaube, genau unter mir ist ein... Kann ich das überhaupt sehen? Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Schnell! Schnell, 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 raus da. So, Samus, das war jetzt ein bisschen gefährlich, aber da muss ich hier für Backtracking nicht nochmal hin. Oh Gott. Oh nein, jetzt sind sie hier überall. Die Jäger-Metroids sind da. Sind aber auch immer noch kälteempfindlich. So, die haben wir schon einmal kurz in der Eiswüste von Ventrana gesehen, in dieser komischen Grotte da. Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, nur noch mehr diese Pisser. Warum schießt denn der Eismüll auch immer so langsam? Die einzige Schwäche vom Eismüll ist, dass der so langsam schießt. So. War hier nicht auch noch was versteckt? Oder war das woanders? Ich glaube, das war woanders. Ich glaube, das war woanders. Das war nicht hier, oder? Ach, so. Sorry, dass ich den Kommentar vorhin nicht gelesen habe. Meine Auslöser bei Kingdom Hearts sind legendär. Gerade bei Kingdom Hearts? Bin ich bei Kingdom Hearts so ausgerastet? Welcher Teil? Freue ich mich auf ein bestimmtes Spiel 2023. Ich glaube, das sollte sich von selbst erklären. Ich freue mich natürlich auf Tears of the Kingdom, was bei einem Zelda-Fan wie mir ja nicht wirklich verwundern dürfte. Ich habe aber auch an sich richtig Bock auf Pikmin 4 tatsächlich. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, Pikmin 4 wird richtig geil. Und ja, viel mehr fällt mir jetzt so von Nintendos Seite eigentlich gerade gar nicht mehr ein. Advance Wars juckt mich persönlich gar nicht, ja. Ich weiß, viele Leute, die haben ja schon jetzt richtig lange auf Advance Wars Remake gewartet und das kommt jetzt dann auch im April. Aber ich weiß nicht, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Und sonst, dieses Bayonetta Spin-Off ist mir persönlich auch relativ wumpe. Also Bayonetta Origins spricht mich jetzt persönlich nicht so an. Das werde ich, glaube ich, auch skippen. Und viel mehr kommt doch jetzt eigentlich dieses Jahr für die Switch gar nicht wirklich. So. Phazon Verbindungstunnel. Und hier drin ist das letzte Shosa-Artefakt, was ich aber noch nicht kriegen kann, weil hier einfach viel zu viel Phazon ist. Ja, wenn ich hier rechts auf die Seite, das ist halt alles voll mit Phazon. Das würde mich umbringen. Deswegen, das ist leider wieder mal Tracking. So, oh Mann. Okay, jetzt sind hier komischerweise wieder normale Metroids. Im Pilzbeet B. War hier später nicht alles dunkel? Ich bild mir ein, wenn man es später nochmal hier lang will, glaube ich, ist auch hier irgendwie alles komplett finster. Und dann kommst du hier nur mit dem Exo-Revie so wirklich gut durch? Oder haben die das hier im Remaster geändert, dass man hier besser sehen kann?
Wie geil das jetzt hier in dem Remaster aussieht, wie das Face und so am Funkeln und am Leuchten ist. Das sieht richtig geil aus, auch wenn es eigentlich tödlich und gefährlich ist. So, genau hier war das. Exorvisor ist mal wieder das Rätsel der Lösung. So, da reicht eine normale Bombe und wir bekommen noch einen Missile-Container dazu. So. Ich glaube, es fehlt ja nur noch mal einer, bei dem ich 245 Stück habe und... Boah, jetzt muss ich echt überlegen, wo ist der letzte Missile-Container? Kommt der noch? Ich glaube, der kommt aber noch. Ich glaube, der kommt noch. So. Ich glaube... Gut, ich glaube erstens, ihr seht das hier auf Twitch ein bisschen dunkler als wie ich auf meinem 2K-Monitor. Weil ich habe tatsächlich immer noch eine sehr gute Sicht, obwohl es hier dunkel ist. Es sieht aber, glaube ich, wirklich bedeutend besser und heller aus als wie im Original auf dem GameCube, weil hier war wirklich komplett finster. Also da bist du ohne Exorvisor kaum weitergekommen, ohne irgendwo runterzufallen oder daneben zu springen. So, ich möchte mal gerne zu der Tür da. Ich glaube, da war sogar eine Munitionsstation, war da? Okay, das ist auch immer so eine... Das ist so eine scheiß Stelle jetzt hier mit diesem blöden Vieh. Ich glaube, die haben das im Remaster tatsächlich doch ein bisschen heller gemacht. Also ich kann die Pilze eigentlich noch sehr gut erkennen. So, jetzt. Alter, ich will da. Face-On-Strahlung vom mobilen Objekt ausgehen, du Trottel. Wo gehst du endlich ins Elite-Quartier, Mann? Da ist doch eine besondere Face-On-Signatur entdeckt worden. So, immer mit der Ruhe. Ah, ne, das ist sogar noch eine. Ne, doch, es ist eine Munitionsstation, keine Speicherstation. Es ist ein Missile-Depot. Ich werde auch jede einzelne Rakete brauchen. Für das, was noch kommt. Vielleicht kommt es auch wirklich ein bisschen drauf an, was man für einen Fernseher hat. Weil ich habe hier... Ich habe ja zwei Monitore. Und habe mir vor... Naja, wie lange ist das jetzt her? 2 Monate vielleicht oder so habe ich mir einen 2K Samsung Monitor gekauft, der auch HDR kann. Das ist so ein... Wie sagt man dann, High Dynamic Range, das ist... Ich kann es nicht wirklich erklären, was HDR ist. Es hat irgendwas mit dem Kontrast zu tun, dass man helle und dunkle Farben noch deutlich besser sehen und voneinander unterscheiden kann. Und ich glaube, alleine dadurch sehe ich hier eigentlich alles noch ziemlich gut. Ich weiß wirklich noch auf dem GameCube und auch bei der Wii war es genauso, bei der Trilogy, war es hier zappenduster. Da hast du die Pilze ohne Exorvisor nicht gesehen. Du konntest die nicht erkennen. Aber hier haben sie das, glaube ich, besser gelöst. Und das liegt wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen am Monitor. So, hops, hops. Und es geht weiter. Okay, hier sind jetzt irgendwie unsichtbare... Wieso sind die unsichtbar? Das macht eigentlich auch schon wieder gar keinen Sinn, dass die unsichtbar sind. Die sind sonst nie unsichtbar. So. Und wir sind... Fast am Ziel. Metroid Quarantänefeld B. So, und ich glaube, hier drin war sogar noch eine Speicherstation. So, Plasma-Beam-Piraten. Ich werde jetzt aber keine Raketen für die verschwenden. Weil die brauche ich alle noch. So, erstmal einen Flammenwerfer.
So, ich glaube, irgendwo hier ist tatsächlich der letzte Missile-Container. Der müsste hier gewesen sein. Dann haben wir die 250 Stück. Aber komme ich jetzt? Komme ich von hier darüber? Nee, hä? Wie? Wie komme ich darüber, verdammt? Das, hä? Wie ging denn das nochmal? Wie kommt man denn da nochmal rüber? Moment mal. Da stimmt was nicht. Da fehlt mir irgendwie eine Plattform. Komm ich da rüber? Das ist zu weit? Arschen? Grapplebeam? Ach so, Mensch, habe ich nicht gesehen, sorry. Was macht das Ding noch so weit da oben? Das sieht man ja fast gar nicht. Warum machen die so weit da oben einen Grapple Point hin? Den hätten sie ein bisschen tiefer setzen können, dann sieht man den besser. So. Kraftfeld manuell deaktiviert, Zutritt gestattet. Finden die Piraten natürlich nicht geil, aber juckt. So. Tot. Na, oh, das noch. Ja, warum? Warum sind jetzt hier wieder alle Piraten am Start? Nur um mich zu nerven, dass ich ständig den Beam wechseln muss, hä? Geh doch einfach sterben. So. Und ich glaube, hier drin. Ja, man kann es eh schon wieder sehen. Da haben wir ihn. Seinen allerletzten Missile-Container. Endlich. Das war der letzte. 250 Stück. Bin ich froh, dass wir das geschafft haben. So, Auswertung der Daten lässt vermuten, dass die Lebensdauer des Omega-Piraten bedenklich gering ausfällt. Die hohen Dosen bei der Phasenbestrahlung riefen bei allen Testobjekten einen beschleunigten Zellverfall aus. Keines der Objekte erreicht in unseren Simulationsmitteln den dritten Dicker-Zyklus. Eine verlängerte Lebensdauer ist unabdingbar, um eine akzeptable Kosteneffizienz zu erreichen. Testergebnisse bezüglich des Absorbersystems des Omega-Piraten liegen nun vor. Die praktischen Tests des Schilds beweisen, dass dieses System bei Beschuss mit Beamwaffen hervorragend funktioniert. Geradezu alarmierend ist allerdings die Beobachtung, dass Angriffe mit ballistischen Flugkörpern nicht vom System abgeschnitten werden können. Gut zu wissen. Das wissenschaftliche Team arbeitet ohne Unterbrechung an einer Korrektur dieses Konzeptionsfehlers. Der Omega-Pirat kann sich eine solche Schwäche auf dem Schlachtfeld nicht erlauben. So, und ich glaube, das ist jetzt hier nochmal ein Eintrag für den Pirates. Verschlüsselte Daten dekodiert, Eintrag 11.369.4. Bei genauerer Betrachtung mit der Entwicklung der Elite-Piraten des Projekts Helix wird offensichtlich, dass diese Kämpfer eine neue Ära der Dominanz der Weltraumpiraten einläuten werden. Sie zeigen sich unglaublich widerstandsfähig. Ihre Fähigkeit, derart viele Waffen gleichzeitig zu tragen und zu bedienen, verschafft ihnen eine dominierende Rolle unter den Bodentruppen. Lediglich ein leichter Mangel an Agilität verglichen mit den gewöhnlichen Piraten gerät ihnen zum Nachteil. Ein Zug aus Elite-Piraten platziert an vorderster Front in einer Armee aus regulären und Flugpiraten dürfte ein nahezu unzerstörbares Rückgrat bilden, das jede Auseinandersetzung für sich entscheiden wird. Ja, tja, wer es glaubt. So. Und zum Glück waren sie so gnädig und haben hier nochmal eine Speicherstation hingetan. Sonst wäre es auch ein bisschen unfair. So, Raketen sind komplett voll. Energie auch.